Wir vom Fachbereich Elektrotechnik und Informatik haben zur bevorstehenden EM ein EM-Orakel entwickelt. Und da wir leider keine Krake zur Verfügung hatten, haben wir einen Sontorjäger genommen, der im letzten Jahr im Fach Projektmanagement von einer Projektgruppe entwickelt wurde. In unserem Programm, was wir entwickelt haben, kann man die beiden Teams auswählen, die gegeneinander spielen werden, das Heimteam und das Auswärtsteam. Und unser EM-Orakel bestimmt den Gewinner dieser Begegnung. Und zwar, wenn in der linken Torhälfte geschossen wird, gewinnt das Heimteam. Und wenn man in die rechte Torhälfte schießt, gewinnt das Auswärtsteam. Im Spiel Nordirland-Deutschland hat das EM-Orakel in die deutsche Torhälfte geschossen, was bedeutet, dass das Spiel für Deutschland gut ausgehen wird und wir das Spiel gewinnen werden.